Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Superfatih und wir spielen zusammen Far Cry 6. Ja, bin ich doch tatsächlich hier oben auf den Schornstein gelandet. Wir müssen aber dahin und die nächste Story-Mission machen. Oh. Top. Oh, Da da bist ist du er. ja. Als ich noch ein kleines Mädchen war, roch die Luft hier wie der Ozean. Aber dann kamen die ausländischen Konzerne und vergifteten alles. Damals, 67, warfen wir sie raus. Jahrzehntelang konnte man die Luft wieder atmen. Irgendwann begann Espinosa damit, unsere Industrie zu verkaufen. Dann übernahm Anton und öffnete diesem Yankee McKay Tür und Tor. Sein Betrieb stellt das Gift her, das für die Herstellung von Viviro benötigt wird. Und die Pipeline hier ist ein wichtiger Teil dieser Krebstherapie. Lorenzo hat mir deine Fotos ihrer Forschung gezeigt. Widerlich. Also haben Yelena und ich uns einen Plan ausgedacht, um die Produktion von Castillos Wundermittel zu sabotieren. Stell dir das Hauptchemiewerk dieses Yankees als das Herz vor. Und diese Rohre sind die Arterien. Schneide die Arterien durch, dann kriegt das Herz ein echtes Problem. Nun, Gerüchten zufolge hat irgendein Guerriero mit einem Riesenrucksack die Pumpstation schon zerstört, ohne dass es ihm jemand sagen musste. Dank dieser geheimnisvollen Person können wir direkt das Herz angreifen. Geh zu dem Chemiewerk. Du kriegst einen Anruf, wie es dann weitergeht. Okay. Das ist eine große Mission. Und du Dann bist gehen wir da nicht mal allein. hin. So, wo ist das denn? Danny, gute Arbeit mit den Pumpstationen. Ich bin ins System eingedrungen. Und weil du den Beckendruck in der Anlage erhöht hast, kann ich jetzt das tun. Was tun, Yelena? Das hätte ich jetzt erst machen müssen. Aha. Ach du Scheiße. Lucky, oh, hast du das oh, auch oh, gehört? Ganz Yara hat das gehört. Phase 2 beginnt. Finde die Anlage. Folge einfach dem Rauch. Okay, folge dem Rauch. Was denn? Da hinten? Der Tigre hat Lobo getötet. Ach da. Der Binga. 1967 führten sie den letzten Angriff gemeinsam. Aber Lobo wollte Yara für sich haben. Nachdem sie Esperanza angenommen hatten, wollte er Santos erledigen. Lobo hätte alles zerstört, wofür wir gekämpft hatten. Er hätte einen Bürgerkrieg angezettelt. Lobo war ein Verräter, Danny. El Tigre hatte keine Wahl. Das ist ein Geheimnis, das kein Yaraner je erfahren darf. Warum erzählst du mir das? Weil du mich an Lobo erinnerst. Vielleicht bist du jetzt ein Held. Du denkst, du würdest Yara nie hintergehen. Aber sobald du auf dem Thron sitzt, wird er dich verändern. Ich hab nicht vor, Yara zu regieren, Lucky. Du sollst nur wissen, dass ich abdrücken würde, wenn ich müsste. Genau wie El Tigre damals. Er ist die wahre Legende von 1967. Und er hat sich nie dafür vergeben. Das hier dürfte dich interessieren. Was weißt du? Danny, wir brauchen dein Talent beim Zerstören von Kontrollpunkten. Wir haben die Info bekommen, dass einer ganz in der Nähe ist. Danke dir. Ja, so sieht's aus. Man muss ab und zu auch mal schlimme Dinge tun, ne? Okay, aber wir sind jetzt auf dem Weg nach zu dieser Fabrik. Chemiefabrik, da ist er. Immer den Rauch hinterher. Okay, ich will mal versuchen, da oben drauf zu landen. Und. Ja, top. Langsam kriege ich's raus. Alles klar. Lucky, ich bin an der Anlage. Hier machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Danny. Yelena wartet auf Zugang zu den Computern. Sobald wir den haben... Herzinfarkt. Verstehe. Okay. Hier scheißen sich alle in eine Büchse. Alles klar, ich sehe hier jetzt gar keiner, da hinten sind welche, aber hier können wir rein. Da ungefähr. Halt, das war der falsche. Ich will nicht, wie es hier aussieht. So,
Nimm schnell rein und schnell hoch. Dann sind wir am Arsch. So. Einmal gucken. Da sind zwei. Da ist ein Ingenieur. Da ist ein Ingenieur. Ja, da sehe ich jetzt keinen mehr. Da ist noch Stuff. Okay, lass uns mal weiter. So, da ist noch einer. Den sehe ich so schon. Bringt es unter Kontrolle! Wenn McKay davon erfährt, sind wir tot! Okay. So, ich sehe gerade oben, verschaffte Zugang zum Computer. Wo ist der Computer? Okay, ich würde aber sagen, dass wir hier reingehen. Können wir da rein? Nee. Hier was kaputt machen? Auch nicht. Okay, dann würde ich aber sagen, gehen wir wieder runter und durch die Tür. Na, verschlossen. Natürlich. Natürlich. Ist verschlossen. Ist da denn irgendwo ein Fenster? Da komme ich auch nicht durch. Der ist auch zu, wa? Ja, auch verschlossen. Okay, dann gehe ich erstmal andersrum. Und da ist noch eine Tür. Hier ist offen. Alles klar. Was ist das für eine Map? Hier ist ein Sammlerbrief. Da sind nochmal die Pumpstationen, die ich kaputt gemacht habe. Bringt es unter Kontrolle! Wenn McKay davon erfährt, sind wir tot! So, dann wollen wir mal gucken. Hier rechts ist noch irgendwo ein Gegner, den wir noch nicht aufgespürt haben. Wie ist der Status bei den Wänden? Er muss da hinten irgendwo sein. Okay. Gehen wir mal weiter und suchen den Computerraum. Oh, verschlossen. Komm ich hier rein? Auch verschlossen. Verdammt nochmal, was ist hier denn los? Verflucht. Wie soll ich da denn reinkommen? Okay, da war verschlossen, hier war verschlossen. Das ist gar keine Tür. Die Pumpstationen sind kompromittiert. Wiederhole. Die Pumpstationen sind kompromittiert. Okay. Gehen wir mal langsam weiter. Oh, da muss ich hoch, wa? Okay, dann versuche ich das nochmal andersrum. Ja, hier ist alles dicht. Aber hier sind auch nicht so viele Gegner. Schleichen wir uns mal. Muss ich denn jetzt alle hier platt machen? Ja, komm her, ja, dann mache ich sie platt. Ist mir jetzt auch egal. Dann mache ich erstmal die drei hinter mir platt. So, die drei hier.
So, wo ist der dritte? Da ist er. Hat er das nicht gesehen? Oh. Der ist ja blöd. Wie ist der Status bei den Wetten? Oh, der hat uns gehört. Okay, da kommt er oder sie. Ja, lauf ruhig da weiter hin. Sie uns recht. Ja, weiter, weiter, weiter. Okay, dann lassen wir den da mal liegen. Die Pumpstationen sind kompromittiert. Wiederhole. Die Pumpstationen sind kompromittiert. Ah, da ist er. Den habe ich gerade nicht gesehen. Oh, die beiden muss ich eigentlich auch platt machen. An alle, no. Verhindert eine erneute Überlastung. Wenn das nochmal passiert, sind wir am Arsch. So. Da sind wir doch im gleichen Modus hier rein. Munition noch mitnehmen. Yelena, Dani hier. Ich hab dich eingestöpselt. Mach dein Ding. Muy bien, dann heizen wir dem Ding mal ein. Dann heizen wir den Ding mal ein. So, Ziel abgeschlossen. An jedem Becken gibt es einen Überlaufkontrollschalter. Leg die um und... Und kaboom. Ja, aber es wird etwas dauern, bis die Becken explodieren. Also pass auf, dass keiner diese Schalter anfassen kann. Okay. Warnung, der Druck hat ein kritisches Niveau. Was? Wo sind die denn jetzt? Verdammt nochmal, seid ihr behindert oder was? Scheiße. Ah, das war der falsche. Ich glaube, das müssen wir nochmal. Ja, das war nichts. Falsche Waffe. Verdammt nochmal. Ja, die Repetier, hier diese Wildwesten-Waffe da auf Nummer 2, die ich hab. Die mit dem 4-Schuss, das ist eine super Waffe. Aber. Wir sind drin. An jedem hier zu wenig Magazin, ne? Kontrollschalter. Leg die um und. Und Kabo. Ja, aber es wird etwas dauern, okay, bis die Becken explodieren. Also pass auf, dass keiner diese Schalter anfassen kann. Ja. Verdammt nochmal. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Gibt's ja gar nicht. So, schnell nachladen. So, jetzt explodier, verdammt. Ja, top. Den haben wir. Okay, wir haben es fast geschafft. Noch 3 Becken. Musik in meinen Ohren. Wo kommen jetzt auf einmal die Gegner wieder her? Rufen Sie mich sofort an. Ich will wissen, was da verdammt nochmal vor sich geht. So, schnell drücken hier. Warnung, der Druck hat ein Kind. Ja, ja. Eisgranaten immer. Verdammt. Ja, das ist noch Musik in meinen Ohren. Da ist er. So, nachladen. Dani, du wirst
Ja, ich kann's mir denken. Ich hab keinen Sinn, Kontakt zum Ziel. So, die vier habe ich. Beziehungsweise drei. Okay. Da oben ist er. Oh, Nachladen. Was sagt er? Er will nur reden. Die sind tot. Okay. Machen wir hier hinten weiter. Oh, ich habe Unterstützung gekriegt. Das ist ja nett. Stirb. Ne, dann mache ich erst hier. So. Eine Giftwolke. Warnung, der Druck hat ein kritisches Niveau. So, vorsichtig, das explodiert doch gleich. Da hinten ist einer. Na, schnell nachladen. Ja, so ist richtig hier. Ja, ich hab dir das gesagt, geh da weg. Aber du hörst ja nicht. So, ein noch. Luftunterstützung. Oh Scheiße, Luftunterstützung. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier. Verdammte Wasser, da immer mit diesen Scheißgranaten, ne? Ja, ich hab's gesehen. Du wolltest gerade schmeißen, du Arschloch. Du kommst hier nicht lebend raus. Bleib dabei weg, verdammt. Gibt's doch gar nicht. So, explodier, genau. Top. Am Arsch. Oh, der ist gar nicht so gut drauf. Okay, wir sind fast fertig. Du hast die Pipeline zerstört, aber es wartet noch das Toxiflow Reactant Ultrafiltration Downstream Osmometer. Das Toxige ist es so. Du findest es im Lager. Das habe ich bereits für Lucky geöffnet. Sie sollte dort sein. Bin schon unterwegs. So, den haben wir. Den haben wir. Hey, lauf nicht weg, wenn ich euch angreife. Kann ich gar nicht gut haben. So. Komme ich hier rein? Nein. Komme ich natürlich nicht. So, den machen wir erstmal fertig hier. Oh, den haben wir. Oh. Ja, selber schuld, warum bist du nicht weggeflogen? So, hier müssen wir rein. Top. Alles klar. Aber gerne doch. Ja, guck doch mal nach oben. Ja, so ist recht. Oh, da wäre auch auf gewesen. So, wo haben wir denn noch welche? Denn da ist einer. So. Ach, das ist er da. Vorsicht. Wir dürfen den Scheiß noch nicht einatmen.
Oh, da komme ich zu spät, schade. Tut mir leid. Ja, ich komme. Oh, Omachen. Danke sehr. Ach, den müssen wir vernichten. So, der war gut. Wo sind sie denn auf dem Weg hin? Ach, da hinten sind sie. So, jetzt schrei um Hilfe. Oh, der war gut. So. Keine Granaten mehr, dann nehme ich mal unseren alten bewährten Freund hier. 1% hat das nur gebracht. Gibt's ja gar nicht. Bringt ja gar nichts. Viele Prozent. Ja, brennt schon. Okay, dann machen wir mit diesen hier weiter. 28. Oh, da sind Munition auch gleich auf. So, 10% noch. 3%. Oh, nein, nein. Ist Oma schon wieder am Gang jetzt. So, top. Und jetzt raus hier. Wollte raus. Was, du Abrucksack? Sacke Dios zu einer blühenden Zukunft. So, mit den roten Scheißern dürfen wir uns nicht anlegen. Da ziehen wir den Kürzeren. Sobald sie ihre Vorräte aufgebraucht haben. Gibt es kein Wundermittel mehr. Genau, top. Das ja, scheiß du Gift. Du wirst es nicht glauben, aber bevor wir McKay am Hafen angegriffen haben, hat sich Clara was von mir gewünscht. Und sie hat irgendwie recht. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir haben die Chance, was noch Größeres zu machen. Wenn wir Castillos Ölreserven in der Leste zerstören, wird seine Armee auf der ganzen Insel Schwierigkeiten bekommen. Klingt gar nicht so schlecht. Nimm dir die roten Tanks in La Jolla vor. Ein paar Guerilleros werden dir helfen. Ich schicke ihnen Fotos, damit sie wissen, was sie angreifen sollen. Vielen Dank. Okay. Da haben wir ein vier Stück. So, hier will ich aber noch schnell Munition gucken. Wir haben nicht mehr sehr viel. So, da gehen wir natürlich nicht hin. Hier sind noch zwei. Okay, jetzt sind wir ein bisschen leer geschossen. Aber gucken wir mal, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt nach da. Fangen wir hier an und arbeiten uns dahin vor, wa? Genau, ich nehme mal den LKW. Der steht hier gerade. 10% haben wir schon. Das ist dann im Laufe der Geschichte, haben wir irgendwas kaputt gemacht. Das dazu gehört. Genauso wie diese Pumpstation, ne? Gut, wo muss ich jetzt lang? Ich muss hier lang. Jo, Minimap funktioniert. Okay, fahren wir den Schotterweg hier mal hoch. Da ist auch noch ein
Fahrzeug. Okay, das ist eigentlich ein Gefangenentransporter, ne? Gut, jetzt bin ich schon wieder dran vorbei, wa? Okay, den haben wir. Ja, komm her, du kriegst auch noch eine Salve ab. So. Befreien wir die mal. So, rauf mit euch, Jungs. Ich wollte gerade sagen, nächste. So, wo müssen wir hin? Ist ja doch noch ein bisschen. Wieso sagt er mir denn? Dann nehme ich mir diesen hier. Wieso funktioniert die Minimap denn jetzt schon wieder nicht? Das ist ein Mysterio. Okay, 300 Meter noch. Oh. Alles klar. Den Rest laufen wir jetzt und hoffen. Hier ist nämlich noch ein Ding, sind da, ne? Eins von diesen Cthulhu-Dingern. Ein Götzenbild. So. Hier haben wir noch eine Sicherheitszone. Machen wir schnell da vorbei. Gucken, ob wir hier noch Medikamente, die wir natürlich nicht brauchen. Keine Munition. Ne, dann müssen wir weiter. Oh, die großen Dinger. Haben wir noch mal wieder. Ja, da haben wir noch was von. Okay, die Silos befinden sich im östlichen Teil. Joas. Den hat ein Foto geschickt, damit ich weiß, wonach ich suchen muss. Ja, gucken wir mal. Ja, diese großen Dinger. Alles klar. Langt das? Oh, jetzt geht kaputt. Dani, da schießen welche auf die großen Tanks in deiner Nähe. Verstanden. So. Wieso geht das jetzt nicht hoch oder muss das noch irgendwie explodieren? Habe ich. Einer ist da noch. Hier ist noch Munition. Oh, das ist ein dicker. Oh, da ist einer. Hey, wo willst du denn hin? Lauf doch nicht immer weg. So, das war jetzt aber auch, glaube ich, Raketenwerfer-Munition.